Das können wir auch nicht zerdeppern, das da auch nicht. Die Kiste haben wir schon komplett leer gemacht, ja. Den Glitch hier habe ich irgendwie nie verstanden. Hier ist aber auch nichts, was man zerstören kann oder so. Ja, jetzt bin ich hier. Das tat wieder weh. So, jetzt noch mal Ruhe, bitte. Ne, hier ist auch nichts. Ich komme echt nicht drauf, wie was ich hier machen muss. Hier sind keine Knöpfe. Das tut mir nicht wirklich weh. Hier sind auch keine Knöpfe. Nein. So, wieder den großen antatschen und dann können wir hier mit zurückreisen. Ja, den Teleporter kann ich jederzeit wieder deaktivieren, was auch immer das für einen Zweck haben soll. So, ich bin bei der Ancient Dig Site. Tod, ja, den Tod können wir mal wegnehmen. Warum habe ich es eigentlich nie hinter die Tür da drüben geschafft? Okay. Ja. Na gut, ich bin unten, wo ich eh hin wollte. Hier ist open. Yes, open. Yes, open. Machen wir mal ein Quick Save.
ein Secret. So, was haben wir hier noch? Protection. Nicht wirklich, ein Schädel. Enhanced Might. High Attack Power, Slow Cooldown. Das ist auf jeden Fall was für dich. Rampage Shield, nö. Ja. Du nimmst auf jeden Fall mal das in die Hand. Au. Hi. Dark Rune Lantern und Topaz. Okay. Damit hätten wir den Bereich aber auch abgehakt. Okay, mal nach oben kurz, bitte. Hauptsache, wir sind hier gerade in Sicherheit. Was machen die beiden Sachen denn? Eine Spellcraft-Sache und ein Topaz. Ja. Das Ding. Daggers hat es nicht gesteigert, nur mein Ausweichen und so weiter. Und irgendwelche Resistenzen. Wo war ich? Das hier. Energy, Vitality, Minus, Willpower. Arcane Blast Spells are tainted with darkness. Dark Missile Spells are more powerful and life seed transfer more health to the caster. Medusa Spellcasting Cooldown. Mhm. Das ist so eine Laterne, wie die Spellcaster immer tragen. Die Mönche immer tragen. Auch nicht schlecht. Ja. Ich weiß nur immer noch nicht, wie ich da reinkomme. So, da. Da müsste ich nämlich, glaube ich, hier runterfallen. Oder hier halt. Und da gibt es halt keinerlei Weg hin. Kann halt nur hier runterfallen. Ja, und hier lande ich halt hier.
Lande ich hier? Wo ist der Ausgang? Ernsthaft? Ach so, hier. Stimmt, da war was. Okay, ja, ich habe ziemlich viele Gems jetzt gefunden. Also zum Beispiel, weißt du, was auch noch hier rumwuselt, ist der eine Oger, den ich ständig rumtrampeln gehört habe. Der mal wieder respawned ist. Der da, genau. Das hat ihm nicht sonderlich wehgetan. Ja, kann ich eigentlich schon backstabbing? Ja, könnte ich theoretisch. Ich habe nur nicht keinen passenden Dolch dafür. Weil der Giftdolch macht ihm schon mal keinen ordentlichen Schaden. So, das hat ihm aber Schaden gemacht. Und ja, du kannst wieder das Ding haben. Kannst du das eigentlich jetzt bei dir selber rumschleppen? Ja, kannst du. Gut. Jetzt, wo du keine schweren Knochen mehr tragen musst. Ich bin wieder irgendwo falsch. Hier muss ich durch. Genau. Hier wäre halt der Zugang. Ich sehe halt viele Türen hier, aber... Ja, hier würde ich gerne rein, aber kann man dieses Gitter öffnen? Das sieht nämlich so massiv aus. Ich sehe halt keinerlei Möglichkeit, da reinzufallen. Weil hier ist die Säule. Und da kommt man hin, wenn man neben der Säule runterspringt, also dahin. Die beiden sind dann die beiden hier. Sind die beiden. Dann kann ich da runterspringen. Das wäre da. Dann kann ich die drei runterspringen. Also das. Das ist hier. Dann sind das die beiden. Das da. Wäre das hier. Ja, also das hier. Und dann die
1, 2, 3 hier wären die 1, 2, 3 hier. Oh ja, das hier wäre hier. Das wäre da. Lässt sich leicht überprüfen.